Wir starten unsere Blu-Ray-Neuheiten mit der Harry Potter The Complete Collection Limited Edition Hogwarts Express. 4K Ultra HD plus Blu-Ray, 223 Euro und ein paar Zerquetschte werden hier fällig. Für alle, die sich für diese Edition entscheiden möchten, ist eigentlich gar nicht so schlecht mit den Gimmicks hin und her. Und den ganzen Filmen in 4K, leider keine Steelbooks aber dabei und der... Express ist jetzt auch nicht super hochwertig verarbeitet, wie ich schon in dem einen oder anderen Unboxing gesehen habe. Und da muss ich ganz klar sagen: Mir persönlich wäre es das nicht wert. Ich habe den äh, Zug auch schon in mehrfacher Ausführung, auch die Filme, auch in 4K und im Steelbook. Und ich muss sagen, die waren deutlich günstiger als diese Edition. Und da bin selbst ich als großer Harry Potter Fan nicht bereit, das zu zahlen. Aber immerhin möchte ich das erwähnen für alle, die eben die Filme noch nicht haben und vielleicht an dieser Edition interessiert sind. Wir machen weiter mit DreamWorks Classic Komplettbox. 40 Filme auf Blu-ray, inklusive Cruise 2, der zuletzt erst erschienen ist, und Spirit 2. Also, das ist doch eine geile Geschichte. 40 Filme für 200 Euro. Platzsparend ist es allemal. Und wer die Filme noch gar nicht in der Sammlung hat, ja, bestimmt interessant. Hier muss ich aber sagen, würde ich definitiv noch warten. Ich bin mir sicher, dass diese Box im Preis noch fällt und diese Harry Potter Box höchstwahrscheinlich auch. Wir machen weiter mit Neon Genesis Evangelion. Komplett Box, der bekannte und beliebte und legendäre Anime hier in ein. Einer faszinierenden Komplettbox, allerdings auch nicht gerade günstig. Doch von Animes sind wir es ja gewöhnt, dass die Sachen etwas teurer sind. Hier werden 178,27 Euro fällig. Machen wir weiter mit Indiana Jones 1 bis 4. Endlich in der Keepcase-Variante werden viele sagen, die weder Lust auf die Steelbox noch auf das Digipack hatten. Aber ähm, hier muss man auch ganz klar sagen, guckt mal auf den Preis 79,99 Euro. Das halte ich für durchaus übertrieben, zumal das Digipack äh, 69,99 Euro kostet inhaltsgleich ist und das ja auch noch so ein bisschen etwas mehr her macht als so eine standard keepcase variante Also ich verstehe hier die Preisgestaltung nicht. Von daher lieber zum Digipack greifen. Dann haben wir noch den Hinweis, dass <laughs> Zavi über die Black Week und dem Cyber Cybermonde hier sogar die Steerbo Collection reduziert hatte auf 59,99 Euro. Was für ein genialer Preis. Also von daher halte ich diesen Preis für echt mega überzogen und kann hier definitiv nur raten zu warten. Jo, dann machen wir weiter mit Suicide Squad Limited Steelbook Edition 4K Ultra HD 37,99 Auch ganz schön happig. Wir haben gesehen, dass auch sogar Disney 4K Steelbooks schon für, für 27,99 Euro zu haben sind. Also 10 Euro günstiger als das hier. Film ist sehr beliebt, kam bei den Kritikern und auch der Community sehr gut weg. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass das Steelbook noch da ist. Vielleicht liegt es am Preis, aber das hatte in der Vergangenheit ja auch weniger die Rolle gespielt. Also von daher, wer möchte, kann zuschlagen oder sich eben mit der Standardvariante zufrieden geben. Aber hier sieht man. Dass äh, sogar diese teuren, üblichen, standardmäßigen 24,99 Euro hier nochmal um einen Euro überboten werden. 25,99 Euro für ein Standard Steerbook. Auch das halte ich für persönlich für übertrieben. Aber muss jeder selber wissen, was er macht? Ich informiere euch hier und ihr entscheidet dann ob ihr euch das in die Sammlung holt oder nicht dann haben wir den neuesten Film mit Kate Beckinsale und Stanley Tucci hier spielt sie einen Charakter die immer ausrastet vor Wut und ihre Nerven nicht im Griff hat und bekommt dann eben so eine Elektroweste äh, um die eben ihre Ausraster in Zaun halten soll sie verliebt sich dann auch in Jay Courtney also in den Charakter hier der wird jedoch umgebracht und als sie sie das erfährt, rastet sie erstmal richtig aus. Finde ich eine sehr spannende Geschichte, auch wenn ich Jake Hurtner jetzt nicht so mag, aber Kate Beckinsale hebt dann auch wieder alles auf und Stanley Tucci ist dabei und Susan Sarandon. Also hier wird eigentlich richtige Star-Power geboten, das macht doch Spaß und ich bin mir sicher, dass der Film auch nicht so schlecht sein wird. Durchschnittlich bisher die drei Bewertungen, aber da werden wir uns einfach mal selber ein Bild davon machen. Roger Rabbit kennen wir alle zu Genüge, hier die 4K Ultra HD bei uns. Uns leider kein Steelbook. Das Steelbook gab es zuletzt bei Amazon Italien sogar im Angebot. Wir zahlen 25,99 Euro für die Keepcase-Variante. Bei Amazon Italien war das Steelbook sogar noch günstiger, auch in 4K. Dabe, König, Ass, Spion haben wir dann auch in einer 4K-Edition, wie wir hier sehen können, diese erscheint am 2. Dezember und hier werden dann 28,99 Euro fällig, dann haben wir Virgin im Mediabook, hier geht es um einen jungen Mann, der einen Gin in seinem Schrank findet und wir wissen, dass alle ja, nicht gleichfertig mit den Wünschen umgehen und irgendwann müssen wir auch den Preis dafür bezahlen, in diese Richtung schlägt der Film. So wird das Media Book ausschauen. Ich klicke mal hier drauf, dann könnt ihr das sehen. Herr dann haben wir Surrounded, Tödliche Bucht. Hier ein typischer Survival-Thriller, wo es um eine junge Dame geht, die hier in Seenot gerät, wie das Cover schon zeigt, und dann von Hainen umgeben ist. Ja, also, ich als High-Fan werde da mal einen Blick wagen, aber ähm, nicht zu dem Preis von 15,49 Euro. Und täglich grüßt die Liebe. Hier merken wir schon am Titel, es wird auf und täglich grüßt das Murmeltier angespielt. Und da geht es um den jungen Mann, der heiratet, aber in Jani schon eine Art Zeitschleife gefangen ist. Jedoch nicht diese typische, wo sich der Tag dann äh, jedes Mal wiederholt, sondern nach seiner Hochzeit wacht er ein Jahr später auf und merkt, dass seine Frau hier schon schwanger ist und er kann sich nicht erinnern, was bisher passiert ist und schwupps, die wacht er ein Jahr wieder später auf und dann wieder ein Jahr später auf und merkt, dass er die tollsten Momente in seinem Leben verpasst und will natürlich die Zeit irgendwie festhalten, die einfach so dahin rennen, ohne dass er was davon hat. Finde ich mal einen super coolen Ansatz hier dieses Thema anders aufzugreifen und werde da definitiv auch mal ein einen Blick drauf wagen. Dann haben wir The Father, Oscar-Gewinner, ja, Oscar für Anthony Hopkins und auch Oscar für Olivia Coleman. Hier geht es eben um den Charakter von Anthony Hopkins, der den Vater von Olivia Coleman äh, spielt, den sie pflegt, aber dann ihm äh, mitteilt, dass er sie nach Frankreich oder so ziehen möchte. Er ist aber so alt und senil und kann sich kaum noch an die Sachen erinnern, zweifelt dann auch an den Verstand, als der Mann von seiner Tochter dann behauptet, dass er nicht in seinem Apartment lebt und er doch endlich mal Hilfe annehmen soll, sondern dass er hier bei ihnen nur zu Gast ist in ihrem Apartment und so zweifelt er dann irgendwie an seiner Wahrnehmung und seinem Verstand. So zumindest die Inhaltsangabe, die ich mir vorhin durchgelesen habe, in dem Film habe ich leider noch nicht gesehen, kommt aber hier durchschnittsmäßig sehr gut weg. Blood First, die haben wir dann als nächstes, so ein Creature-Horror- Film über eine junge Dame, die entdeckt, dass Mehr in ihr steckt als zuerst vermutet. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Dann haben wir noch Atomic Eden. Ja, einen Action-Film mit Mike Möller und Fred Williamson von Nico Sentner. Da müsste ich auch etwas bekommen, um das auf meinem Kanal vorzustellen. Also, wenn das klappt, würde ich mich freuen. Wir sind da schon in Gesprächen und vielleicht kann ich euch dann den Film etwas näher bringen und präsentieren. Außerdem haben wir noch. Link äh, der Butler. Den Film kennen wir ja auch schon zu Genüge und haben ihn oft genug besprochen. 1559, 2. Dezember 2021. Für die Kleinen unter uns erscheint dann noch Power Patrol, der Kinofilm. Auch eine erfreuliche Sache. Und dann kommen wir zu den Media Books. Auch wenn wir vorhin schon Gin als kleinen Teaser hatten, haut jetzt Cape Light Pictures ganze drei Media Books in dieser Woche raus. Ziemlich heftig. Wir beginnen mit Aus der Mitte entspringt ein Fluss. 4K Ultra HD Limited Collectors Edition plus Blu-ray und da werden dann 29,95 fällig. Ihr habt es bereits in meinem Unboxing vom Cape Light ähm, Paket gesehen, dass ich hier ein Musterexemplar bekommen habe. Deswegen wird hier ein Unboxing und eine Review folgen. Genauso verhält es sich mit dem Film Der Liebhaber, ja einer der Skandalfilme der 90er Jahre. Zwei Disk Limited Collectors Edition auch hier 4K Ultra. HD plus Blu-ray und auch hier habe ich ein Rezensionsmuster bekommen und werde euch den Film dann näher präsentieren sowie den Inhalt des Mediabooks. Das Ganze habe ich schon gemacht mit Ted Bundy, No Man of God. Hier kein 4K Ultra HD Mediabook, deswegen preislich auch bei 22 Euro angesetzt, ist ganz angenehm und was euch hier erwartet, sowohl im Mediabook als auch beim Film, habe ich euch schon präsentiert. Da verlinke ich euch das Video einfach nochmal dazu. Genauso Verhält es sich mit meiner Stiefmutter ist ein Alien, das Book von Just Bridge Entertainment. Worum es da geht, wie das Mediabook aussieht und wie ich auch den Film etwas bewerte, das erfahrt ihr in meinem Video dazu und das werde ich euch ebenfalls verlinken. Außerdem haben wir noch Uncle Packer Hell. Roadie from Hell im Mediabook. Auch da bin ich im Gespräch, dass ich hier ein Musterexemplar bekomme, um euch das Ganze zu präsentieren. Den Film habe ich schon gesehen und kann schon mal voraussagen, es ist ein recht, eine recht solide Horrorkomödie, Kann man definitiv mal machen, wenn man denn auf sowas steht. Dann machen wir weiter mit Night Eyes. Wir sehen es hier. Riesenratten brechen aus dem Untergrund der Städte hervor, um zu fressen. Ich denke, viel mehr muss man darüber nicht sagen. Wir haben ein Mediabook und zwar Cover A, Cover Variante B müsste dann hier sein. Ja, oder haben wir Variante C auch noch. Also, da haben wir alle drei äh, durch. Preislich sind wir hier bei 31,99 bis 35,99 angesetzt. Dann haben wir noch Zärtliche Versuchung. Den habe ich euch zuletzt ja auch schon mehrfach vorgestellt auf meinem Kanal bei den Vorbestellungen. Da geht es um einen jungen Mann, der am Hof seine ersten sexuellen Erfahrungen macht. Als Hahn im Korb sozusagen mit den ganzen jungen äh, Damen hier und auch den Älteren. 23,99 Euro. Und wenn wir schon bei prickelnder Erotik sind, haben wir hier noch was für Erwachsene. Und zwar Emanuel, Königin der Lust, siebenteilige Erotikserie mit Silvia Christel. Ja, und hier haben wir alle Filme an Cut mit ihr, wie es hier drauf scheint. Zehn Stunden volle Erotik. Also da ist was geboten in diesem Sinne. Danke fürs Zugucken. Auf bald meine Freunde und Savas.